Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die europäische Ariane-Rakete. Viel Spaß! Ich habe dir hier auf dem Channel schon sehr viel zu SpaceX, der Falcon 9 und dem Starship erzählt. Wir haben uns die Technik der Mondlandung in den 60ern angesehen und das SLS besprochen. Wir haben über das Space Shuttle und über die Soyuz gesprochen. Aber bisher völlig ausgelassen haben wir, ja, die europäische Raumfahrt. Das lag auch an den vielen aktuellen Themen in der kommerziellen Raumfahrt, aber ist eigentlich ein Unding. Denn auch in Europa bauen wir hervorragende Raketen und so habe ich mir vorgenommen, etwas mehr Werbung für die europäische Raumfahrt zu machen. Die Ariane-Familie hatte gerade ihren 40. Geburtstag und steht für einen sehr erfolgreichen eigenen Zugang zum All für Europa. Das ist etwas, das man nicht unterschätzen sollte. Wollen wir Europäer auf andere Länder und nicht europäische Technik angewiesen sein? In der heutigen Folge erzähle ich dir deshalb etwas über die Geschichte der Ariane-Raketenfamilie, die eingesetzte Technik und gebe dann noch einen Ausblick auf die Ariane 6, die nächstes Jahr dann das erste Mal starten soll und die Startkosten dann gegenüber der Ariane 5 um 50% reduzieren soll. Wenn dir das Thema heute gefällt, dann lass doch dem Video ein Like da und wenn du weitere Videos über Raumfahrttechnik nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Wir nähern uns den 1000 Abos und auch wenn der Channel noch ein kleines Blitzen am strahlenden YouTube-Sternenhimmel ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir die Begeisterung für die Raumfahrt im deutschen Sprachraum etwas anfachen. Vielleicht kennst du ja jemanden, der sich über meine Videos genauso freuen würde wie du und du teilst das mit ihm. Genug der Eigenwerbung, zurück zu den Raketen. Die Ariane 5, um die es heute hauptsächlich geht, wurde direkt von der ESA beauftragt. Die ESA mit Sitz in Paris wurde 1975 zur besseren Koordinierung der europäischen Raumfahrtaktivitäten gegründet. Und was mir ganz besonders gut gefällt, ist, dass sie sich ausschließlich auf friedliche Zwecke konzentrieren soll. Die ESA gibt entsprechende Mitgliedsbeiträge zu den jeweiligen Programmen, Aufträge an die Raumfahrtfirmen der an den Programmen beteiligten Länder. Dabei gibt es keine direkte Verbindung zwischen der Europäischen Union und der ESA. Die ESA ist also nicht die Raumfahrtbehörde der EU, sondern eine eigenständige Organisation. Die ESA hat keine eigenen Fähigkeiten, um Astronauten ins All zu bringen, verfügt aber über ein internationales Astronautenprogramm, das mit Russen und Amerikanern fliegt. Tatsächlich war für die Ariane 5 mal eine Oberstufe vorgesehen, die mit einem kleinen Weltraumshuttle 3 Astronauten und 3 Tonnen Nutzlast ins All befördern sollte. Das Hermes-Programm, benannt nach dem griechischen Götterboten, wurde aber in den 90er Jahren eingestellt. Wenn wir beim mythologischen Namen sind, Ariane ist die französische Bezeichnung für die griechische Göttin Ariadne. Genau, das war die mit dem Faden, wo der Held dann aus dem Labyrinth gefunden hat. Mir ganz sympathisch, dass sie mit dem Gott des Weines verheiratet war. Ich schweife ab, zurück zu den Raketen. Wie der Name vermuten lässt, gab es vor der Ariane 5 bereits 4 Vorgänger. Das europäische Raumfahrtprogramm ist aber eigentlich schon einen Tick älter. Auf Drängen Frankreichs schlossen sich in den 60er Jahren Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen, um eine dreistufige Trägerrakete für Satelliten zu entwickeln. Ziel war es, den beiden Weltraumsupermächten Sowjetunion und den USA etwas entgegenzusetzen und auf lange Sicht bei der Erschließung des Weltraums nicht von anderen abhängig zu sein. Diese Bemühungen wurden in der Entwicklung der Europa-Rakete gebündelt, wobei jedes der drei Länder eine der Stufen entwickeln sollte. Die erste Stufe durch Großbritannien, die zweite Stufe durch Frankreich und die dritte, die Oberstufe, durch Deutschland. Es gab dann noch 4 Startversuche, die alle in Fehlschlägen endeten und so wurde das Programm relativ unrühmlich beendet. Politisch sind Fehlschläge etwas super Grausames und so soll ja mancher Politiker nur auf Sicht fahren, um nicht über Fehlschläge zu stolpern. Für Ingenieure sind Fehlschläge aber vermutlich die größte Quelle an Wissen und Innovation. Warum fallen wir, Mr. Bruce? Um zu lernen, wieder aufzustehen. Aus der Europa hatte man offensichtlich gelernt, denn so wurde aus ihr erst die Ariane 1 und dann leicht modifiziert dann die Ariane 2 und 3. Richtig erfolgreich wurde man dann aber mit der Ariane 4, die eine Nische für Nutzlasten besetzen konnte. Während man in den USA voll auf das Space Shuttle gesetzt hatte, um die Kosten für Fracht ins All zu reduzieren und das Space Shuttle Programm ja dann kostentechnisch völlig aus dem Ruder lief und nie wirtschaftlich betrieben werden konnte, konnte die Ariane 4 hier als kostengünstige Trägerrakete ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Vor allem durch ihre Doppelstartfähigkeit von 2 Nutzlasten gleichzeitig war sie am Markt sehr günstig positioniert. Die Ariane 4 basiert dabei überwiegend auf der Ariane 1 und konnte je nach Nutzlastanforderungen in unterschiedlichen Startkonfigurationen gebucht werden. Dafür wurde extra die Ariane Space gegründet, also eine Firma, die die Vermarktung der Ariane 4 übernehmen sollte.
Während die hypergole Hauptstufe immer gleich blieb, gab es zu einer nackten Version ohne Booster 5 unterschiedliche Booster-Konfigurationen. Wobei P für, entschuldigt mein Französisch, Pudre, nicht zu verwechseln mit Putain, Feststoffbooster bezeichnet. Und L hingegen steht für Liquid, Flüssigtriebwerksbooster mit hypergolen Treibstoffen. So ergab sich folgende Nomenklatur für die unterschiedlichen Konfigurationen. Die Ariane 40 für nackt, also ohne Booster, legte 7 erfolgreiche Flüge und keinen Fehlstart hin. Eine 42P für 2 Feststoffbooster mit 15 erfolgreichen Flügen und einem Fehlstart. Die 42L für 2 Flüssigbooster, 13 erfolgreiche Flüge, kein Fehlstart. Die 44P für 4 Feststoffbooster, 15 erfolgreiche Flüge, kein Fehlstart. Und die 44L für 4 Flüssigbooster, 40 erfolgreiche Flüge, ein Fehlstart. Und dann hätten wir noch die 44LP für 2 Flüssig- und 2 Feststoffbooster. Die hatte 26 erfolgreiche Flüge und einen Fehlstart. Da kann man schon erahnen, warum die Ariane 4 so gefragt war. Mit 113 erfolgreichen Starts und sehr wenig Fehlschlägen und dazu noch je nach Anforderung konfigurierbar, scheint sie genau den Markt der Zeit getroffen zu haben. Bei der Einführung des Nachfolgers der Ariane 5 hatte die Ariane 4 etwa die Hälfte des kommerziellen Startmarkts erobert. Der letzte Flug einer Ariane 4 war übrigens der von einer 44L im Frühjahr 2003. Die Amerikaner reagierten aber auf den Markt und konnten den wachsenden Satellitenstartmarkt mit Interkontinentalraketen wie der Atlas und der Delta bedienen. Um genau auf diesen neuen Preisdruck zu reagieren, wurde Ende der 80er Jahre, in meinem Geburtsjahr, das Ariane 5 Programm gestartet. Das Ziel bei der Entwicklung der Ariane 5 war eine 60% höhere Nutzlast, für die nur 90% der Kosten einer Ariane 44L anfallen sollten. Das kombiniert sollte eine Kostenreduktion pro Kilo um fast 50% erlauben. Während bei der Ariane 4 die Raketenkonfiguration durch unterschiedliche Booster sehr breit geändert werden konnte, ist die Ariane 5 in ihrem Grundkonzept immer unverändert. Da haben wir die Hauptstufe, die mit ihrer Breite den Rest der Rakete nach oben definiert und eine Nutzlastverkleidung, die immer in den gleichen Proportionen diese Breite nach oben verjüngt. Je nach Oberstufe ist der zentrale Zylinder länger oder kürzer, aber die Enden und maximale Breite bleibt immer gleich. Flankiert wird der Hauptzylinder von 2 immer identischen Feststoffboostern, die sich an ihren Enden an den Hauptzylinder anschmiegen. Das ist vielleicht eine Geschmacksfrage, aber für mich ist die Ariane 5 eine sehr ästhetische Rakete. Was meinst du? Welche Rakete findest du am schönsten? Schreib mir doch gerne unter dem Video. Mit 750 Tonnen Startmasse ist die Ariane 5 im Vergleich zur Ariane 4 in der stärksten Version mit etwa 480 Tonnen die deutlich größere Rakete. Obwohl mit 59 Metern in der größten Version etwa gleich hoch, beziehungsweise mit 53 Metern in der kleinsten Tick kürzer. Die deutliche Vergrößerung war dem Trend zu immer größeren Nutzlasten geschuldet. So wurde schon während der Entwicklung der Ariane 5 ein Programm zur Leistungssteigerung der Ariane 5 begonnen. Das wurde hauptsächlich durch die Weiterentwicklung des Vulcan-Triebwerks erreicht. Aktuell geht der Trend eher wieder zu kleineren Nutzlasten, beziehungsweise eigentlich kann man sagen, dass alle Segmente, also kleine Nutzlasten und große, schwere Nutzlasten, überall der Markt größer wird, wobei natürlich auch der Wettbewerb gerade rasant zunimmt. Wenn du schon länger auf Senkrechtstarter unterwegs bist, weißt du, dass ich besonders an Raketentriebwerken interessiert bin und so werde ich definitiv noch ein Video zum Vulcan machen. Das würde ich dir dann hier in der Raketentechnik-Playlist verlinken. Das Vulcan war ein enormer Sprung für das europäische Raumfahrtprogramm. Während die Hauptstufe bisher immer hypergol betrieben wurde, was nicht unanspruchsvoll ist, aber deutlich einfacher ist als das Meistern von kryogenen Flüssigtriebwerken, entschied man sich, die Hauptstufe der Ariane 5 mit kryogenem Sauerstoff und kryogenem Wasserstoff zu betreiben. Wenn dich das Thema Raketentreibstoff mehr interessiert, dann schau gerne mal in mein Video zu dem Thema, das verlinke ich dir hier. Das heißt, diese Kombination, die auch Hydrolox genannt wird, schwer zu handeln. Schließlich ist Sauerstoff erst bei minus 184 Grad und Wasserstoff sogar erst bei unglaublichen minus 251 Grad flüssig. Aber dafür erzeugen sie mit Abstand am meisten Schub pro eingesetzter Treibstoffmasse. Das Stichwort heißt da spezifischer Impuls. Unter den Raketentriebwerken gelten die kryogen flüssig getriebenen Raketenmotoren so zu Recht als eine Schlüsselkompetenz. Was für einen Sprung die europäische Raumfahrt mit dem Vulcan von der Ariane 4 zur Ariane 5 machte, lässt sich aus dem Vergleich der dritten Stufe der Ariane 4 auf die Vulcan zeigen. Während die kryogene dritte Stufe der Ariane 4 gerade einmal 10 Tonnen Schub lieferte, musste das Vulcan für die erste Version der Ariane 5 schon 115 Tonnen Schub generieren. Im Vakuum und der neuesten Vulcan 2 Version mittlerweile sogar über 130 Tonnen. Das ist ein gewaltiger Leistungssprung und erforderte eine Menge an Entwicklung.
Neben den beiden Feststoffboostern an den Seiten der Ariane 5 liefert das Vulcan beim Start 8% des gesamten Schubes einer Ariane 5. In der Startsequenz wird das Vulcan von drei pyrotechnischen Zündern auf der Startrampe gezündet. Sobald das Triebwerk, ja, das ist etwa so 6 Sekunden nach der Zündung, normal läuft, werden die Feststoffraketenbooster gezündet. Wie du vielleicht schon weißt, können Feststoffbooster prinzipbedingt nach einer Zündung nicht abgeschaltet werden. Sollte vor der Zündung der Booster ein Fehler erkannt werden, kann das Vulcan einfach abgeschaltet werden und alles überprüft werden. Wenn die Booster erstmal gezündet sind, heißt es dagegen Point of No Return. Flieg oder stirb. Während einer typischen geostationären Transferumlaufbahn brennt das Vulcan dann knapp 10 Minuten lang, während die Booster nach etwas über 2 Minuten ausgebrannt abgeworfen werden. Auch wenn die Ariane 5 mittlerweile eine der zuverlässigsten Raketen ist und sich ihre Entwicklung mit Sicherheit ausgezahlt hat, lief nicht immer alles nach Plan. Der Erstflug einer Ariane 5 war im Sommer 1997. Da man sehr zuversichtlich war, hatte man direkt für den Jungfernflug 4 Forschungssatelliten im Wert von 450 Millionen D-Mark dabei. Wie das gesamte europäische Raumfahrtprogramm startet die erste Ariane 5 von Kourou im französischen Guyana. Kourou gilt als einer der besten Startplätze der Welt. Das liegt daran, dass er über geografische Bedingungen verfügt, die es sonst nirgendwo gibt. Zum einen liegt das an der Äquatornähe, was für die meisten Orbits eine extra Portion Wumms durch die Erdrotation bedeutet. Andererseits gibt es neben dem Ozean in Ostrichtung auch freies Schussfeld nach Norden, was wiederum für Starts in polare Orbits sehr günstig ist. Auch nicht zu vernachlässigen, Kourou ist nicht so wie Florida von tropischen Stürmen geplagt. Das ist etwas, das durch den Klimawandel in den nächsten Jahren nicht besser werden dürfte. Aber zurück zum ersten Start der Ariane 5. Nach dem geplanten Start in Kourou wich die Rakete 37 Sekunden später vom Kurs ab und fing an, sich aufgrund der starken aerodynamischen Belastung selbst zu zerlegen. Und so wurde sie dann nur 40 Sekunden nach dem Start vom Boden aus gesprengt. Nach der Auswertung der Telemetriedaten, also der Sensorsignale, die die Rakete im Flug zurück zum Boden schickt, stand fest, dass die Schubdüsen der Feststofftriebwerke und des Haupttriebwerks von einem auf den anderen Moment in maximaler Auslenkung geschwenkt sind. Und das, obwohl die Ariane 5 eigentlich auf richtigem Kurs war. Ich kann mich an den Fehler auch deshalb so gut erinnern, weil in meiner allerersten Informatikvorlesung im Studium der Professor gesagt hat, Sie brauchen nicht programmieren zu können, wenn Sie über genügend Zeit und unendlich Kapital verfügen. Er wollte also sagen, wie wichtig für heranwachsende Ingenieure Informatik ist. Und um das zu untermauern, zeigt er uns seine persönliche Top 10 der dümmsten Programmierfehler mit den teuersten Konsequenzen. Und seine Nummer 1, du ahnst es, ja, das war der Erstflug der Ariane 5. Der Fehler, der zu Verlust von Rakete und Nutzlast geführt hatte, war ein Copy-Paste-Fehler. Man hatte, um Entwicklungskosten zu sparen, einfach seitenweise Code von der Ariane 4, wo er ja perfekt funktioniert hatte, in den Programmcode der Ariane 5 übernommen. Auch Teile, die bei der Ariane 5 gar nicht gebraucht wurden, fanden sich im Code. Oder sollte ich besser sagen, Code? Ein Teil des Codes führte dazu, dass der Speicher eines der Bordrechner mit unnötigen Daten verstopft wurde und sich abschaltete. Das System war zwar redundant, aber da es ein Softwarefehler war, schaltete sich nach eigentlich im Prinzip gleich der zweite Computer durch denselben Fehler auch aus. Der Fehler wurde dennoch von der Rakete als Steuersignal interpretiert und so steuerten die Triebwerke dann in die Katastrophe. Rakete weg, Nutzlast weg und ganz viel Selbstvertrauen weg. Der Untersuchungsausschuss stellte auch bei anderen Teilen der Ariane 5 Software gleiche Implementierungsfehler fest. Das Ganze führte zu einer genauen Revision des Ariane 5 Programms und schlussendlich zu einer enormen Verzögerung des gesamten Programms. Bis auf diese Startschwierigkeiten und noch einen weiteren Fehlschlag aufgrund einer neuen Triebwerksgeneration ist die Ariane 5 aber eine sehr zuverlässige Rakete und war und ist unter anderem für den Aufbau des europäischen Navigationssystems Galileo verantwortlich. Außerdem versorgte sie die ISS über ATVs mit Fracht und wird nächstes Jahr den Hubble-Nachfolger James Webb Space Telescope ins All bringen. Und wie sieht die Zukunft aus? Die Ariane 5 ist für die nächsten Jahre noch gebucht und wird so noch eine Weile fliegen. Aber ein Ende ist absehbar. Der Startmarkt wird durch die Kommerzialisierung gerade so erschüttert, dass viele Raketen einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind. So entschloss man sich bei der ESA, den Nachfolger, die Ariane 6, zu entwickeln, die dann hoffentlich nächstes Jahr fliegt. Da sich aber jetzt schon abzeichnet, dass auch die Ariane 6 nicht mit den SpaceX-Preisen konkurrieren kann, ist wiederum ein Nachfolger mit Wiederverwendungsfähigkeiten in Planung. Das läuft dann unter dem Namen Ariane Next und ja, dann vermutlich irgendwann die Ariane 7. Ich bin mir ziemlich sicher, auch in Europa wird man sich auf den Wettbewerbsdruck einstellen. Dass wir nicht ganz vorne dabei sind und so nicht die größten, billigsten oder verrücktesten Raketen bauen, ist ja vielleicht auch nicht unbedingt ein Nachteil, siehe SLS. Es wird aber definitiv auch in der europäischen Raumfahrt spannend bleiben.
Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann ja, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.